Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute möchte ich euch das Nachher-Video zu diesem kleinen Gefährt hier zeigen. Vor einiger Zeit habe ich euch schon vor dem Umbau gezeigt, was das Auto so kann und habe euch ein bisschen was zu den technischen Daten erzählt. Und heute möchte ich euch mit dem technischen Datenkram verschonen, aber möchte euch mal zeigen, was wir umgebaut haben und wie wir das Ganze angegangen sind. Kommt mal mit! An der Seite haben wir an sich relativ wenig verändert, nur zwei kleine Details. Und zwar haben wir hier Kameras verbaut, auf beiden Seiten, links und rechts und vorne und hinten, damit man eine Rundumsicht hat, die man definitiv braucht bei diesem großen Gefährt. Und wir haben die Auspuffrohre verändert, das heißt die Rohre an sich nicht, aber die Verkleidung drumherum. Wir hatten vorher ganz kleine viereckige Ausstanzungen, die dem Kunden nicht gefallen haben, und wir haben das komplett neu gemacht mit runden Löchern drin. Vorne haben wir schon etwas mehr gemacht, was man auch wesentlich besser sehen kann. Wir haben ein komplett neues Grill verbaut. Wir haben die erste Seilwinde. Die zweite Seilwinde kommt gleich an einer ganz anderen Stelle, wo damit keiner rechnet. Die Seilwinde haben wir vorne verbaut. Wir haben die Chromhaken verbaut. Wir haben Scheinwerfer getauscht, Blinker dunkler gemacht. Die waren vorher normal gelb und die haben wir jetzt in so einem Dark Grey Smoked lackiert. Und einige kleine Geheimnisse, die ich jetzt hier nicht sagen möchte. Aber wir haben einiges verändert. Obendrauf haben wir auch einiges verändert. Und zwar haben wir diese vier, ich nenne sie mal Tröten, drauf gebaut, die zum einen natürlich optisch was hermachen. Zum anderen hängt da ein Trainhorn hinter. Das heißt, es gibt ein Knöpfchen im Innenraum, eines von vielen Knöpfen im Innenraum, die dieses Trainhorn, dieses extrem laute Hubgeräusch zum Vorschein bringen, was wirklich sehr laut ist. Vielleicht können wir euch das gleich mal demonstrieren. Das müssen wir mal noch gucken. Die Reifen, weil wir natürlich normalerweise nur mit PKWs zu tun haben und selten mit so Riesendingern, mussten wir uns selber Hilfe holen bei den Reifen. Und zwar, weil die Reifen neu gekommen sind, mussten wir die ja wuchten. Und bei einem normalen PKW ist es so, es gibt entweder bei Stahlfelgen die normalen Gewichte, die man draufschlägt, oder die Klebegewichte. Das heißt, wird gewuchtet, dann wird das Klebegewicht in die Felge geklebt. Das klappt hier alles nicht. Hier ist in dem Reifen ein Granulat drin, was sich durch Fahren und durch die Rotation irgendwann im Reifen festsetzt, und dadurch wird der Reifen gewuchtet, weil man hier an dieser Felge nirgendwo Klebegewichte anbringen kann. Kommen wir zum spannenden Teil, dem Heck. Die Höhe hat sich nicht verändert. Ich möchte mich einfach nochmal daneben stellen, damit man sich einmal vorstellen kann, wie groß dieses Auto ist. Ich bin 1,82 groß. Es ist einfach Wahnsinn. Und ihr kennt das aus dem ersten Video, da habe ich euch nämlich gezeigt, wie hoch diese Klappe ist und dass man eigentlich überhaupt nicht da drauf kommt. Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, um unseren Kunden da möglichst einfach darzustellen. Und zwar haben wir erstmal eine Leiter dran gebaut, damit man erstmal überhaupt auf diese riesige, hohe Rampe drauf kommt. Dann hatte der Kunde den speziellen Wunsch und hat gesagt, wenn ich irgendwann ein Fahrzeug habe, als Beispiel ein Quad, und ich möchte das auf dieses Gefährt drauf buxieren, um es auf der Ladefläche zu transportieren, muss ich ja irgendwie mein Quad da hochkriegen. Und ich kann ja schlecht es unter die Hände nehmen oder in den Arm nehmen, hochheben und da drauf stellen. Deswegen haben wir Schienen gebaut. Wie man sehen kann. Ich nehme jetzt mal nur eine raus. Ich denke, das Prinzip ist klar. Wir haben noch eine zweite Schiene hier. Das heißt, wir haben einen kompletten doppelten Boden gebaut mit Schienensystem drin. Da kommen am Ende noch Laschen dran. Da sind wir noch nicht ganz fertig, damit man das ganz einfach rausziehen kann. Und hier ist die zweite Seilwinde, die ich gerade so angepriesen habe. Die ist nämlich da oben auf der Ladefläche, damit man sein Gefährt hier hinstellen kann, die Seilwinde dran machen kann und lässt alles über die elektrische Fernbedienung einfach hochziehen. So, da sind wir. Auf der Ladefläche haben wir jetzt, die ich gerade so schön angepriesen habe, die zweite Seilwinde. Die hat eine Zugkraft von 4.500 Kilo. Das heißt, ihr könnt einen Gegenstand, der 4.500 Kilogramm wiegt, damit einfach hier hochziehen. Das ist schon nicht wenig. Dann haben wir diese Bügelkonstruktion verbaut. Das sind jeweils zwei und zwei Chrombügel
die nach vorne gehen und drei Chrombügel, die quer stehen. Das ist jetzt die pompöseste Version davon. Die hätte es auch nochmal gegeben in ein Bügel und zwei Bügel. Aber wir haben es für den Kunden so gemacht, dass wir zwei und drei genommen haben. Weil wir brauchten natürlich diese schönen Scheinwerfer. Die mussten natürlich irgendwo angebracht werden, weil wir haben vier Scheinwerfer, die nach hinten strahlen und vier Scheinwerfer, die nach vorne strahlen, die auch alle separat geschaltet sind, die natürlich auch nicht am Fernlicht hängen oder nicht am Abblendlicht hängen. Das war etwas schwierig, die Scheinwerfer zu bekommen, weil wir brauchten Scheinwerfer mit LED, die sehr viel Kraft haben und sehr viel Helligkeit ausstrahlen und die Chrom sind, weil wir haben natürlich alles in Chrom hier an diesem Auto. Und wenn ich da jetzt matte Scheinwerfer drauf gebaut hätte oder Edelstahl gebürstete Scheinwerfer, das hätte natürlich auch nicht gut ausgesehen. Und was hier noch drauf ist, wir haben links und rechts zwei Boxen, weil es so gewünscht war, dass man im Innenraum Musik anmachen kann und dann über einen Umschalter die ganze Musik nach außen beschallen kann, dass alle Leute, die drumherum stehen, auch mitkriegen, was ich gerade für ein Lied höre. Deswegen haben wir hier zwei Boxen versteckt noch. Die Schalter, ich kann euch nicht alle Schalter erklären, aber einen Großteil der Schalter zeige ich euch. Das machen wir von innen, deswegen würde ich sagen, setzen wir uns jetzt mal rein. Zum Einstieg. Wir haben in Kooperation mit einer sehr guten Sattlerfirma den Innenraum gemacht. Beziehungsweise die Sattlerfirma hat den Innenraum gemacht und wir haben alles draußen gemacht. Das will ich jetzt nicht, die Lorbeeren möchte ich jetzt nicht uns hier zuschustern, sondern wir haben das mit deren Unterstützung gemacht. Es wurde eigentlich von innen alles umgebaut. Wir haben alles beledert, die Türtafeln sind beledert, das Armaturenbrett ist beledert, der Dachhimmel ist gemacht. Das ist einfach alles umgebaut worden in diesem Auto. Zum einen sieht man es, weil es Lederarbeiten sind. Zum anderen wurde eine komplett andere Musikanlage verbaut. Das heißt, es ist eine ganz kräftige, gute, satte Soundanlage verbaut worden. Mit ganz vielen Details. Die Details zeige ich euch am besten, wenn wir reingehen. Deswegen steige ich mal ein und ihr kommt einfach hinterher. Das Problem mit dem Einstieg hatten wir im ersten Video auch schon, weil es einfach eine massive Höhe ist, die wir überbrücken müssen. Ein Großteil des Innenraums habe ich euch beim letzten Mal schon erklärt, also die Knöpfe und Funktionen, die original ab Werk in diesem Fahrzeug sind. Was ich gerne nochmal aufgreifen möchte, ist die Gangschaltung. Wir haben bei diesem Auto kein P, weil es in der Hinsicht ein LKW ist. Wir haben halt nur rückwärts neutral und D für Drive. Das heißt, wenn wir das Auto parken möchten, müssen wir auf N schalten und diese Bremse betätigen, weil es den P-Knopf, den man von einem PKW-Automatikgetriebe kennt, nicht gibt. Ansonsten wurde natürlich, wie gerade schon gesagt, der komplette Innenraum verändert. Der wurde beledert und wirklich, wirklich sehr schön gemacht und auch sehr schön gearbeitet. Was ein weiteres Highlight bei diesem Auto ist, ist aber diese Konsole hier oben. Wir haben einmal das Trainhorn. Achtung! Das halt schon massiv laut ist. Dann haben wir, wie ich draußen erklärt habe, die beiden Lightbars. Wir haben einmal die Front Lightbar und die Rear Lightbar. Wir können Audio Inside betätigen. Das heißt, dann wird die Musik nur im Innenraum gespielt. Dann haben wir noch den Knopf Audio Outside. Dafür haben wir diese beiden Boxen hinten auf der Ladefläche. Das heißt, ich kann über Audio Outside sagen, dass alle um mich herum einfach mithören und meinen Musikgeschmack jetzt gerade mal toll finden müssen. Hier sieht man die Kamera, die ich von außen erklärt habe, die an den Türen links und rechts die Kameras und vorne und hinten, damit man halt einen vernünftigen Rundumblick hat. Da sehen wir links, vorne, hinten und die rechte Seite. Das war unser Nachher-Video zum Ford F650. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen, weil dieses ganze Auto einfach nur gefallen kann. Und lasst gerne ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, macht's gut.